In der kommenden Vorlesung wollen wir das Grundprinzip der Wasserkraftnutzung kennenlernen, die wesentliche Formel, dass E ist gleich M mal C Quadrat der Wasserkraftnutzung. Diese Formel, die wir am Ende dieser Vorlesung haben, ist so der Schlüssel zur Wasserkraftnutzung und die dürfen Sie für die Klausur gerne auswendig lernen. Sie ist nicht kompliziert. Aber die Herleitung wollen wir uns einmal hier an dieser Stelle genau anschauen, denn wir lernen darüber viel über Wasserkraft. Ja, hier habe ich Ihnen mal eine klassische Wasserkraftanlage aufgezeichnet. Wir haben also in irgendeiner Form eine Stauanlage hier mit einer Staumauer. Und da führt ein Zuleitungsrohr zu einem Krafthäuschen. In diesem Krafthäuschen ist eine Turbine und an der anderen Stelle wird es wieder ausgeleitet. Die Frage ist, können wir jetzt über eine einfache Formel berechnen, wenn wir so eine Struktur haben, egal wie das hier drinnen aussieht, egal wie, was für Generatoren, was für Turbinen da drinnen sind, wie viel Leistung können wir mit so einer Wasserkraftanlage erzeugen? Ja, und das können wir. Und diese Formel möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Ja, dazu schauen wir uns einmal an die Impulserhaltung, die wir letztes Mal für eine Stromröhre aufgestellt haben oder in einer der letzten Vorlesungen für eine Stromröhre aufgestellt haben. Ich stelle sie Ihnen noch einmal vor. Die Impulserhaltung für eine Stromröhre oder auch für ein Rohr, was das Gleiche ist, heißt, Impulsänderung ist gleich Summe der angreifenden Kräfte. Davon lassen Sie sich nicht schocken. Das sind sonstige Kräfte, die wir mal herausschmeißen, die wir nur dafür drin haben, dass wir sie später mal berücksichtigen können. Dann ist es der Impulseinstrom und der Impulsausstrom. Beides mit positiven Vorzeichen. Das heißt, weil nämlich wenn Masse einströmt, dann ist dieses Vorzeichen positiv. Wenn Masse ausströmt, ist dieses Vorzeichen negativ. Plus angreifende Druckkraft an der einen Stelle, angreifende Druckkraft an der anderen Stelle. Hier muss ein Minusvorzeichen stehen. So, und jetzt kommt integriert über den Mantel meines Rohres oder meiner Stromröhre, die Druck, der auf dem Mantel liegt, auf dem Mantel meines Rohres oder was auch immer in meinem Rohrsystem drin ist. Ja, und dann die Gravitationskräfte Z1 minus Z2 und die Reibungsverluste. Gravitationskräfte, Reibungsverluste, Druckkräfte am Eintritt, am Austritt und an der Umwandlung. Wir müssen überall in meinem System die Druckkräfte berücksichtigen. Ja, und das wollen wir jetzt mal für die rot umrandete Turbine hier einmal genauer bestimmen. Schauen Sie sich das System mit mir erstmal genau an. Das ist eine Rohrturbine, das heißt, hier geht ein Rohr gleichen Querschnittes durch eine oder in einem Rohr gleichen Querschnittes sitzt eine Turbine drin. Die Turbine ist hier an der Stelle ganz klein zu sehen. So, und wenn wir für dieses rote System, also nur für das Rohr jetzt, nicht für das Krafthäuschen, sondern nur für das Rohr inklusive Turbine, wollen wir jetzt einmal die Impulserhaltung uns genau anschauen. Ja, dann tritt in das Rohr, da das Rohr den gleichen Ein- wie Austrittsquerschnitt hat, genauso viel Masse ein wie aus. M1 ist gleich minus M2 und die Geschwindigkeit im Eintritt ist gleich der Geschwindigkeit im Austritt, weil es sich um ein inkompressibles Fluid, also Wasser, handelt. Die ersten beiden Terme fallen weg. Oder die zweite und der dritte Term. Sonstige Kräfte wollen wir nicht berücksichtigen, außer die hydraulischen Kräfte, die hier stehen. An der Eintrittsstelle hier hat unser Fluid den Druck P1 und an der Austrittsstelle hat es den Druck P2. In der Regel oder bei einer Wasserkraftanlage ist dieser Druck P2 kleiner als der Druck P1. Ja, und dann haben wir den Druck auf alles, was sonst noch so in der Strömung ist oder was die Strömung umhüllt, also auch die Turbine, auch die Bewandlung der Turbine, die steht ja hier als Widerstand in meinem Fluid drinne, muss hier berücksichtigt werden. Und ich möchte jetzt einmal nur an dieser Stelle die Fläche der Turbine hier mit anstelle Mantel mit T bezeichnen und nehme das hier mit rüber. Wenn dieses Stückchen auf gleicher geodätischer Ein- wie Austrittshöhe steht, dann fällt das weg und wir wollen einmal keine Reibungsverluste in diesem Rohr betrachten. Wir betrachten also nur ein sehr kurzes Stück Rohr vor der Turbine und hinter der Turbine. Dann fällt auch dieser Term weg und wir haben drei Terme stehen. Der erste Term sagt, der Druck im Eintritt minus dem Druck im Austritt oder beziehungsweise wir können das rüberbringen, der Druck im Austritt ist gleich der Druck im Eintritt minus das, der Druck auf die Ummantelung der Turbine, auf die Turbinenschaufeln. Das soll hier stehen. Mit T, die Fläche T sei die Turbinenschaufeln oder die gesamten Turbinenschaufeln. Und da müssen wir diesen Term für berechnen,
wenn wir genauer in die Turbinentheorie reingehen wollen. Das wollen wir nicht. Deswegen sagen wir jetzt einfach nur, das ist die Kraft auf die Turbine, die Strömungskraft auf die Turbine. Das ist alles. Es steht jetzt hier also, die Strömungskraft auf die Turbine kann ich also durch diese Formeln berechnen. Ja. Und ich mache jetzt meine einfache Näherung. Was ist denn der Druck vor der Turbine? Der Druck vor der Turbine ist zumindest der hydrostatische Druck hier. Rho mal G mal H1. Und jetzt habe ich hier durch die Strömung ein paar Reibungsverluste. Hier wird er also etwas kleiner sein. Aber in erster Näherung sagen wir, der Druck vor der Turbine ist der Staudruck hier vor der Wasserkraftanlage. Das ist der Druck, also Rho mal G mal H1. Und der Druck hinter der Turbine ist die Wasserhöhe, mit der die Wasserkraftanlage wieder verlässt, das sei H2. Wir haben hier also stehen, die Kraft auf die Turbine ist Rho mal G mal H1 minus H2 mal Rohrquerschnitt. Mal Rohrquerschnitt. Eintrittsquerschnitt gleich Austrittsquerschnitt, also Rohrquerschnitt. Wie mache ich aus einer Kraft eine Leistung? Ich möchte nun die erzeugte Leistung der Turbine bestimmen. Die erzeugte Leistung der Turbine ist immer, Leistung ist Kraft mal Geschwindigkeit. Oder andersrum, Arbeit ist Kraft mal Weg. Und Energie ist Kraft, ist Arbeit pro Zeit, also Weg pro Zeit, und das ist Geschwindigkeit. Nur so kann man sich's einfach merken. Also Leistung ist Kraft auf die Turbine mal Durchflussgeschwindigkeit. Und das ist dann, wenn ich das aufschreibe, meine Kraft auf die Turbine ist in erster Näherung das mal die Geschwindigkeit und A mal Durchfluss, Querschnitt mal Durchfluss mal Geschwindigkeit ist nichts anderes als der Durchfluss. H1 minus H2 bezeichne ich als die Fallhöhe. Das ist der Unterschied zwischen dem gestauten, zwischen der gestauten Wasserhöhe hier und der Austrittswasserhöhe. Und das ist die Fallhöhe, bezeichnet man das auch. Und dann komme ich auf die einfache, aber wichtige Formel. Die Leistung einer Wasserkraftanlage berechnet sich ganz einfach. Nämlich aus der Dichte des Wassers, aus der Gravitationsbeschleunigung, aus der Fallhöhe, die ich zur Verfügung stehen habe, und dem Durchfluss. Ich kann also eine gute Wasserkraftanlage dann erzeugen, wenn ich entweder eine große Fallhöhe habe oder wenn ich einen großen Durchfluss habe oder wenn ich idealerweise beides habe. Dann kann ich mir eine entsprechende Leistung erzeugen. Ja, und das ist die Grundgleichung des Energiewasserbaus. Die Grundgleichung des Energiewasserbaus lautet, die Leistung einer Wasserkraftanlage in der ersten Näherung ist Rho mal G mal Fallhöhe mal Durchfluss. Wir wollen das ein bisschen genauer machen oder beziehungsweise diese Formel etwas genauer machen und so wollen wir sie uns dann am Ende auch merken. Ja, ich gehe nochmal von meiner Impulsgleichung für die Stromröhre aus. Ich belasse alles so, wie es ist. Das fällt weg, das fällt weg. Druck bleibt stehen, Druck bleibt stehen. Und Druck auf die Turbine, auf die Schaufeln bleibt auch stehen. Die Turbine liege wieder oder unser Rohr liege wieder eben. Das fällt weg. Aber ich sage, ich möchte auch den Druckstollen, die Verluste im Druckstollen berücksichtigen. Von hier bis hier ist es durchaus ein ganz schön langer Weg. Und dann muss ich die Strömungsverluste, die ja das waren, nach Darcy-Weisbach und Kohlbrook-Weit berechnet, die muss ich mit berücksichtigen. Das heißt, ich habe hier einen weiteren Term stehen. Nichts anderes als aus dieser Gleichung habe ich wieder alles wegdiskutiert und hier habe ich einen weiteren Term stehen. Das kann ich wieder nach meiner Kraft auf die Turbine umstellen und kriege heraus, die Kraft auf die Turbine ist wieder das Gleiche. Rho mal G mal Fallhöhe mal Querschnitt minus Lambda mal das. Ist also etwas kleiner. Durch die Strömungsverluste hier im Zulaufrohr verliere ich Energie in der Turbine. Ja, da man jetzt aber weiter seine einfache Formel berechnen möchte, sage ich dann einfach, das ist, wenn das Rohr ist natürlich oder sollte natürlich möglichst kurz sein, nicht zu lang sein, sollte einen entsprechenden Querschnitt haben. Sagen wir also hier einfach, das ist die gleiche Formel mal ein Vorfaktor. Und dieser Eta ist etwa kleiner als 1 und das bezeichnet man als Wirkungsgrad. Das ist der Wirkungsgrad meiner Wasserkraftanlage. Die werden wir allerdings später noch genauer berechnen. Aber wenn ich jetzt den Verlust durch den Zuflussstollen dabei berücksichtigen oder durch das Druckrohr, was zur Turbine führt, dann würde ich das hier in den Wirkungsgrad mit hereinpacken. Dann kann ich also immer noch sagen, in echt berechnet sich das mit dem Zulaufstollen durch diese Formel. Und wenn ich jetzt mal grob abschätzen möchte, dann sage ich, das ist ein Wirkungsgrad, der kleiner als 1 ist.
mal Rho, mal G, mal Fallhöhe, mal Durchfluss, mal Querschnitt. Das ist meine Turbinenkraft. Und wenn ich das jetzt wieder mit der Geschwindigkeit mal nehme, kriege ich die Formel in der Form, wie wir sie uns jetzt merken wollen. Die Leistung einer Wasserkraftanlage ist der Wirkungsgrad dieser Wasserkraftanlage. Die Dichte des Wassers, Gravitationsbeschleunigung, mal Fallhöhe, mal Durchfluss. Und das führt letztendlich zur gesamten Gestaltung, diese Formel führt zur gesamten Gestaltung von Wasserkraftanlagen. Und das möchte ich Ihnen in den folgenden Vorlesungen einmal genauer zeigen. Wir können diese Formel nun auch in der Bernoulli-Gleichung anwenden. Ähnliches hätten wir herausgekriegt und kriegt man in alten Lehrbüchern auch über die Bernoulli-Gleichung heraus. Allerdings, der Vorteil unserer Impulsgleichung ist folgender, das sehen Sie jetzt erstmal als Nachteil, das ist aber maschinenbaulich ein Vorteil. Sie sehen nämlich hier die tatsächliche Formel für die Kraft auf die Turbine. Und dieses komische Ding müssen wir optimieren. Und daraus ergibt sich die Turbinengestaltung. Wie wir eine Turbine gestalten, ergeht aus der Optimierung dieses komischen Terms. Ich muss den integrieren, ich muss also hier den Druck auf meine Turbinen schaufeln, mit dem normalen Einheitsvektor in Strömungsgeschwindigkeit mal nehmen, mit dem normalen Einheitsvektor überall auf die Turbinenschaufel, integriert über die Gesamtfläche der Turbinenschaufel. Und das muss besonders gut sein. Das muss besonders gut sein und das ergibt mir eigentlich die Konstruktionsvorschrift für Turbinen. Deswegen lasse ich das mal bestehen. Uns als Wasserbauer, hier fängt Maschinenbau an. Uns als Wasserbauer, wir würden an der Stelle sagen, das ist die Kraft auf die Turbine und das soll uns der Maschinenbauer in irgendeiner Form geben und damit sind wir an der Stelle fertig. Wir werden uns allerdings in den folgenden Vorlesungen noch durchaus recht genau auch mit den einzelnen Turbinen beschäftigen. Ja, wenn ich das als Bernoulli-Gleichung schreibe, geht das ebenfalls. Ich kann hier an der Stelle 1 meine Energiehöhe ansetzen, das ist die geodätische Höhe Z1, dann der Durchfluss hier, den habe ich hier jetzt mal gleich mit Q² durch 2GA² plus P Luft. An der Stelle wollen wir es ja ansetzen, plus P Luft. An der Stelle 2, das heißt hinter der Wasserkraftanlage, ist es Z2 plus Q² durch 2GA², das ist die abfließende kinetische Energie, wieder plus P Luft, wenn wir das an der Stelle ansetzen. Ja, wenn ich das dann zusammenpacke, dann muss ich jetzt natürlich nicht nur Verluste durch die Rohre hier berücksichtigen, sondern auch einen Energieverlust durch meine Wasserkraftanlage. Das ist für die Menschheit ein Gewinn, aber fürs Wasser ist es ein Verlust. Ich entziehe dem Wasser Energie. Das heißt, auf der rechten Seite darf jetzt nicht nur der Verlust, der hydraulische Verlust der Rohrleitung stehen, sondern auch eine Verlusthöhe, die für die Wasserkraftanlage berechnet werden muss. Eine Verlusthöhe, die für die Wasserkraftanlage berechnet werden muss. Ja, Z1 minus Z2 sind die Fallhöhe, das hatten wir eben schon gehabt. Q1 und Q2 oder Q ist überall gleich. A1 ist nicht unbedingt A2, das lassen wir weg. Die Drucktherme fallen weg. Dann steht hier, die Verlusthöhe plus die Wasserkraftanlagehöhe ist gleich die Fallhöhe. Oder andersrum, wenn ich diesen Term auch noch weglasse, weil ich in etwa davon ausgehe, dass A1 sehr klein ist, sehr groß ist, damit der Term klein wird, und A2 sehr groß ist, das lässt man meistens weg, dann sagt man, die Leistung oder die Energiehöhe der Wasserkraftanlage ist etwa die Fallhöhe. Das ist eigentlich das Gleiche, was ich eben gesagt habe. Die Energiehöhe der Wasserkraftanlage ist etwa die Fallhöhe. Ja, zu den Bauelementen einer ersten Wasserkraftanlage und das sind die Speicherkraftwerke. Zunächst erstmal unterscheiden wir, und hier fehlt eigentlich die Formel, das möchte ich Ihnen an der Stelle doch nicht vorenthalten. Die machen wir hier mal rein, damit wir sie vor uns sehen. Wir kennen prinzipiell zwei Arten von, oder es gibt verschiedene Arten, Wasserkraftanlagen zu unterscheiden. Das eine, und das möchte ich Ihnen hier heute vorstellen, sind die Unterscheidung in Laufwasserkraftwerke und Speicherkraftwerke. Und das möchte ich Ihnen auch an der Formel demonstrieren, was das bedeutet. Entweder wir sind im alpinen Raum, in den Bergen oder sonst wo. Da ist, wie Sie aus der Hydrologie wissen, die Durchflüsse noch nicht so groß. An der Nordsee sind die Durchflüsse von Elbe, Weser und Rhein wesentlich größer, als sie hier sind. Hier geht natürlich alles in die Donau. Aber die Durchflüsse in den einzelnen Flüssen sind hier aufgrund der hydrologischen Verhältnisse noch nicht so groß. Wir können also im Gebirge
in der Regel nur Wasserkraftanlagen bauen, die eine große Fallhöhe ausnutzen. Ich erzeuge also die Leistung zwar durch wenig Durchfluss, aber durch viel Fallhöhe. Denn ich habe zudem Täler. In Gebirgen gibt es auch Täler. Ich kann also da wunderbar eine Talsperre bauen und kann dadurch eine große Wasserkrafthöhe erzeugen. Diese Art von Wasserkraft bezeichnet man als Speicherkraftwerk, weil sie dazu dienen, das Wasser zu speichern und gleichzeitig Energie zu gewinnen. Speicherkraftwerke beruhen also auf dem Prinzip, dass ich meine Fallhöhe optimiere. Ich habe meistens weniger Durchfluss. Ich freue mich natürlich über viel Durchfluss und viel Fallhöhe, ist klar, aber das gibt es in der Regel nicht beides zusammen. Ich habe also viel Fallhöhe und relativ wenig Durchfluss und das ist ein Speicherkraftwerk. Für ein Speicherkraftwerk brauche ich verschiedene Elemente. Einerseits eine Stauanlage, zumeist eine Talsperre, also der ganze Talquerschnitt wird abgesperrt. Wenn mal zu viel Wasser kommt, dann geht das unter Umständen über meine Talsperre. Das darf nicht sein, weil eine Talsperre ist nicht gegenüberlaufen gesichert. Also ich müsste ja auch diese Flanke hier dann entsprechend sichern, sondern dann gibt es eine Hochwasserentlastungsanlage, wo das Wasser hineinfließt. Dann zum Krafthaus geht der Druckstollen oder Druckrohr, Druckrohrleitung wird es deswegen bezeichnet, weil dieses Wasser, was hier kommt, steht unter hohem Druck. Unter sehr, 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 sehr hohem Druck, also beziehungsweise dieser Druck ist ja hier Überdruck und hier kommt es am Ende mit niedrigem Druck wieder raus. Der Druck wird in der Turbine abgearbeitet und am Ende kommt es mit niedrigem Druck heraus. Deswegen, so ein Druckstollen braucht eine gewisse, muss auf hohe Drücke ausgerichtet sein. Das Sicherheitsvorschrift oder beziehungsweise zur Sicherheit baut man Wasserschlösser ein. Zu Wasserschlössern möchte ich eine der nächsten Vorlesungen in Energiewasserbau machen und deswegen möchte ich das hier nicht intensiver behandeln. Und dann haben wir noch ein Krafthaus, wo dann innen drinne wieder die Turbine verborgen ist. Das wären so die grundlegenden Bauelemente eines Speicherkraftwerks. Wir haben dann Laufwasserkraftwerke, Laufwasserkraftanlagen oder Laufwasserkraftwerke. Das sind die, und da müssen wir wieder unsere Formel hier rüber kopieren, damit wir sie im Kopf haben und vor uns haben. Laufwasserkraftwerke beruhen auf dem gegenteiligen Prinzip. Bei der Laufwasserkraft habe ich zumeist wenig Fallhöhe, aber viel Durchfluss. Und das sind die Wasserkraftanlagen, die an Flüssen gebaut werden. An Flüssen im Flachland gebaut werden. Ich baue eben eine Staustufe, das heißt, ich muss hier nur wenig Dämme bauen, bis der Fluss wieder einigermaßen auf der NN-Höhe oder beziehungsweise auf der Geländeoberkante ist, nicht NN-Höhe. Ich baue hier also ein Wehr, staue den Fluss ein bisschen auf, wenig Fallhöhe, aber habe viel Durchfluss, was ich dann hier durch ein Krafthaus durchleite. Und dann durch ein Krafthaus durchlasse. Hier über das Wehr staue ich das ein bisschen auf. Ich muss dann hier natürlich dementsprechend Dämme haben, damit das Wasser nicht ins Land läuft. Ja, wenn dieser Fluss dann zudem noch für die Schifffahrt genutzt wird, dann brauche ich auch noch eine Schleuse. Eine Schleuse, damit die Schiffe dann dementsprechend hier durchkommen. Durch eine Talsperre kommen keine Schiffe durch, das ist zu hoch. Aber am Fluss im Flachland, die werden natürlich auch für die Schifffahrt genutzt. Das heißt, ich brauche eine Schleuse. Ja, und für die schon erwähnte Einhaltung der Wasserrahmenrichtlinie, beziehungsweise heutzutage geht man davon aus, dass eine Fischtreppe da eigentlich nicht mehr ausreicht, muss man natürlich auch gewährleisten, dass die Fische die Wasserkraftanlage hinaufkommen. Hinunter kommen sie meistens über das Wehr unbeschadet, je nachdem, wie es gestaltet ist. Die Fischtreppe gewährleistet, dass dann die Fische auch noch hinaufkommen. Das wären also die wesentlichen Bauelemente einer Laufwasserkraftanlage. Also zusammengefasst, Speicherkraftwerke erzeugen ihre Leistung durch große Fallhöhe, Laufwasserkraftwerke durch großen Durchfluss und sind dann dementsprechend im Flachland zu finden. Noch ja, hier sehen Sie nochmal ein Detail, das hat die E.ON zur Verfügung gestellt. Wie sieht denn so eine Wasserkraftanlage aus oder beziehungsweise wie sieht denn das dieses Krafthaus, die Zentrale eines solchen Wasserkraftwerkes aus. Da haben wir hier ein Rechen, über den das Wasser, also aus dem Rechen werden Grobstoffe herausgefiltert, unter Umständen auch verunfallende Tiere oder Menschen oder sonst was.
werden hier rausgefiltert, die sollen ja nicht durch die Turbine laufen. Dann geht das hier durch eine Turbine hindurch. Sie sehen hier eine entsprechende Rohrturbine, mit der wir uns dann noch beschäftigen. Diese Turbine läuft dann besser oder muss in irgendeiner Form auch geregelt werden. Deswegen hat man hier Leitschaufeln, das heißt verschiebbare Bleche, die die Richtung der Strömung ändern oder Richtung der Strömung an den entsprechenden Strombedarf, an die entsprechende Rotationsgeschwindigkeit anpassen und dann läuft das hier im Unterwasser wieder raus. Insgesamt ist das Ganze aufgehängt in einem Maschinenhaus. In diesem Maschinenhaus muss gewährleistet sein, dass man die gesamte Anlage zur Revision einmal hochfahren kann. Das heißt, es muss hinreichend hoch sein, dass ich an alle entsprechenden Bauteile einer solchen Anlage herankomme. Die letzte Form von Wasserkraftwerken, die ich heute hier einmal vorstellen möchte oder in einer Unterscheidung, sind die Pumpspeicherwerke. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, wir müssen Energie auch speichern, wenn wir sie gerade nicht verbrauchen können. Dann müssen wir sie dadurch verbrauchen, dass wir die Energie einem Speicher zufügen. Und ein Pumpspeicherwerk besteht einfach aus einem Oberbecken und aus einem Unterbecken. Und in diesem Oberbecken wird Wasser rausgelassen über eine Turbine. Hier ist die Turbine in verstromt und ist dann im Unterbecken. Wenn ich dann zu viel Strom habe im Netz, dann gehe ich den umgekehrten Weg, dann lasse ich hier also eine Pumpe laufen. Dieser zu viel Strom im Netz treibt eine Pumpe an und der führt mir das Wasser ins Oberbecken, wo ich es dann später benutzen kann. Das heißt, zu viel Strom darf nie im Netz sein. Das muss also gewährleistet sein, dass der dann verbraucht wird und dann hier dieses Oberbecken wieder füllt, damit ich es später benutzen kann. Das sind die wichtigen Pumpspeicherwerke und diese Pumpspeicherwerke, der Speicherung von Energie kommt eine immer wichtigere Bedeutung zu. Als Übung wollen wir dann folgende Übungsaufgabe im Anschluss machen. Bestimmen Sie den Wirkungsgrad eines Pumpspeicherwerkes. Auch wenn ich davon ausgehe, dass die Pumpen und Turbinen optimal laufen, das heißt, wenn Sie eine Wirkungsgrad von 1 haben, habe ich natürlich einen Zulaufstollen, einen Druckstollen, durch den das Wasser erstmal auf der einen Seite hinlaufen muss. Dabei wird Energie durch die Durchströmung dieses Rohres verloren. Auch wenn die Turbine optimal läuft und die Pumpe optimal läuft, muss ich immer wieder diesen Weg durchlaufen und Sie können dann im Anschluss ja einmal versuchen oder wir wollen dann rechnen, was ist unter diesem einfachsten Fall, alle Angaben sind gegeben, dann der Wirkungsgrad eines Pumpspeicherwerks, wenn ich beispielsweise, keine Ahnung, was irgendeine Energieeinheit einmal durchlaufen lasse und einmal wieder hochpumpe. Was bleibt mir an Energie letztendlich dabei übrig? Ja, so weit soll es nicht gewesen sein. Wir machen noch ein bisschen weiter. Ein weiteres wichtiges Thema im Energiewasserbau ist die Potenzialermittlung. Das heißt, wo finde ich Wasserkraft und wo kann ich Wasserkraft aufbauen? Ich habe hier, und dafür gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten, nämlich einerseits die Linienpotenzialmethode. Die Linienpotenzialmethode geht davon aus, dass wir in einem noch nicht genutzten Gelände, Wasserkraft aufbauen möchten. Das heißt, wir gucken uns an, wo sind entsprechend in einem Fluss entsprechende Geländesprünge, große Delta Hs und große Qs, die ich dann zum Aufbau eines Wasserkraftwerkes nutzen kann. Das kann man heutzutage mit GIS-Tools machen. Das ist aus einer Veröffentlichung aus einem Buch Wasserkraftprojekte, wo wir auch einen Artikel drin haben von Frau Anderer, wo dieses sogenannte Linienpotenzial, das heißt, wo habe ich möglichst viele Geländesprünge in einem Fluss automatisch mit digitalen Geländemodellen, also mit GIS-Modellen, bestimmt wird. Das Zweite, was ich brauche, ist, ich brauche natürlich den Geländesprung, Delta H, und ich brauche den Niederschlag. Den Niederschlag, und das habe ich hier am Beispiel einfach mal des Niederschlags der Türkei gemacht. Die Niederschlags in der Karte der Türkei zeigt, dass wir in einigen Bereichen der Türkei am Schwarzen Meer beispielsweise hier sehr große Niederschläge haben. Da ist auch ein Gebirge dahinter, da lohnen sich also Wasserkraftwerke. Währenddessen beispielsweise hier in der Zentraltürkei haben wir relativ geringe Niederschläge. Hier sind nur 200 mm, sagt die Farbskala, und wenig Gefälle, da würde sich Wasserkraft beispielsweise nicht lohnen. Das wäre die Potenzialermittlung für neue Wasserkraftanlagen nach der sogenannten Linienpotenzialmethode. Ich gucke, wo ist im Gelände viel Durchfluss und wo ist viel
Gefälle. Das zweite wäre die sogenannte Standortmethode. Und die Standortmethode, mit der muss man sich dann mit verschiedenen Wasserkraftanlagen in der Folge mal genauer beschäftigen, wie das funktioniert ist. Ich möchte alte Anlagen ertüchtigen. Ich gucke mir also an, was wird an elektrischer Energie erzeugt und schaue mir einen schon vorhandenen Standort mit einer entsprechenden Turbine, mit einer entsprechenden Regelungstechnik, mit einem entsprechenden Generator etc. die gesamte Anlage an und schaue, kann ich die Anlage verbessern und so für die Bevölkerung mehr Strom erzeugen. Und wenn wir uns da wieder in der Formel anschauen, gibt es laut Formel, sehe ich hier 1, 2, 3 Möglichkeiten. Drei Möglichkeiten, eine Wasserkraftanlage an einem schon vorhandenen Standort zu verbessern. Die erste Möglichkeit ist die Erhöhung des Durchflusses. Da werden Sie jetzt natürlich sagen, der Durchfluss kommt doch aus der Hydrologie. Der wird also durch den Niederschlag erzeugt. Ja, nicht ganz. Es gibt da, oder das ist richtig, aber es muss immer noch ein gewisses Restwasser, wird in einer Wasserkraftanlage nicht genutzt, sondern steht für die Ökologie zur Verfügung. Das heißt, wird an der Wasserkraftanlage vorbeigeführt. Und da könnte man sich zum Beispiel überlegen, unter Umständen unter Prozess der Ökologen, ob man nicht diese Restwassermenge reduziert und damit den Durchfluss durch die Turbine erhöht. Das wäre also nur prinzipiell die Möglichkeit, den Durchfluss durch eine Wasserkraftanlage zu erhöhen. Die nächste Möglichkeit, und die ist sicherlich wahrscheinlicher, ist die Erhöhung der Ausbaufallhöhe. Das heißt, ich habe eine Fallhöhe und jetzt kann ich mir überlegen, in kleinen Wasserkraftanlagen oder an kleinen Flüssen, ob ich die Wehranlagen nicht höher fahre, die Dämme höher baue und damit insgesamt vielleicht 100 Meter weiter die Dämme dann den Flussstrom ertüchtigen muss und damit dann entsprechend die Fallhöhe auch erhöhen kann. Das wäre die zweite Möglichkeit, wie ich eine vorhandene Wasserkraftanlage ertüchtigen kann. Und der dritte Bereich ist der gesamte Wirkungsgrad und das ist viel. Verbesserung des Wirkungsgrads kann zum Beispiel sein, dass ich eine andere Turbine nehme. Verbesserung des Wirkungsgrades kann auch sein, dass ich einen anderen Generator nehme, dass ich die Regelungstechnik verbessere etc. etc. Dass ich die Rohre säubere, unter Umständen nur säubere, weil sie verkrustet sind. Das heißt, das KS würde sich ändern. Also in diesem Äther liegt in der Regel das meiste Potenzial, um eine vorhandene Wasserkraftanlage zu ertüchtigen.